Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Firewatch. Beim letzten Mal, ich musste nachgucken, ich gebe es offen ehrlich zu, ich musste nachgucken, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und man könnte fast meinen, dass Stardew Valley sich ein bisschen mit Firewatch abgesprochen hat. Denn wir müssen in die Höhlen, die wir ganz, ganz, ganz zu Anfang bei Firewatch uns schon angeguckt haben. Und mal schauen, was sich da für wilde Geheimnisse verbergen. Mal gucken, ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Fackeln wir da lang. Beziehungsweise erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. So. Und auf wie geht's? Ja, das letzte Mal ja die großen Geheimnisse entdeckt bei Firewatch. Bin immer noch am Überlegen, ob die Lila so unschuldig ist, wie sie tut. Ich glaube es nicht. Und ich muss mich gerade erstmal zurechtfinden. Was ist denn das Toilettenhäuschen? Da hinten ist doch so. So, ein Weitersprung. Hübsch vorsichtig, mein Freund. Nicht hier noch irgendwie Knochen brechen oder so. Das können wir ja nicht gebrauchen. Ja, trotzdem kann man auf der. Ach so, Kompass haben wir ja keinen mehr. Genau, erkunde die Höhle. Okay. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Ja, die Leila spricht von einem Funkspruch, der angeblich von mir abgesetzt wurde. Und zwar dieses Flapjack Fire. Ich glaube, dass das ist damit gemeint. Dass sie bzw. wir dieses Feuer gelegt haben. Was wir natürlich nicht gemacht haben. Und sie ist da, glaube ich, gerade ein bisschen panisch. So. Ich hoffe, er hat jetzt den Schlüssel dabei und ich hätte ihn nicht irgendwo noch holen müssen. Nee, okay. Na dann mal los. So. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please. Can't get any damn reception. Oh yeah.
Okay, ich könnte jetzt die Axt benutzen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Okay, auf der anderen Seite würde ich aber schon gerne wissen, was da unten jetzt noch ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier weitergehen soll oder weiter runtergehen soll. Da komme ich wahrscheinlich. Nee, da komme ich natürlich nicht hoch. Oh, da unten liegt was. Wir speichern mal vorsichtshalber. Ach, da kann ich gar nicht runter. Tja, dann doch hier weiter. Sieht nach dem Canyon irgendwie aus. Okay. Ja, dann springen wir halt mal. Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Ja, aber es bleibt mir anders übrig. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt bin. Ach so, der gepunktete. Ich muss die Legende gucken. Okay, der gepunktete Weg ist dann wahrscheinlich. Wie heißt. Der Weg durch die Höhle. Es ist nur die Frage, wie ich wieder auf den normalen Weg komme, nach Norden. Sieht ganz gut aus. Nordosten, Norden. Oh. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really?
Yeah, he built himself a real castle. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Ein Schaltplan. Oh, okay. Nehmen wir mal mit. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Nee. Was ist hier denn noch alles? There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a data sheet for one Gladius Silva, half elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Sind das nicht die Haken, die ich auch gesucht habe, ne? Ja. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him, you know, tinkering on stuff like that. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Okay, gehe ich jetzt nochmal die andere Richtung, oder? Ach ne, Moment, da komme ich ja gar nicht mehr hoch, oder? Was? Alles mal mitnehmen, wer weiß, wofür es noch gut ist. So, Achso, das war ja ein hoher Sprung, da komme ich halt nicht mehr hoch, ne? Oder ein weiter Sprung. Ja. Okay, dann müssen wir wohl außen rum.
Okay, verstehe. Ja, so einen gespaltenen Fels haben wir ja schon gesehen, da wo es runterging, wo der Schuh, glaube ich, lag. Closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. So, wo bin ich eigentlich gerade? Ah, wieder auf dem richtigen Weg. Und hier jetzt weiter nach Süden, oder? Ja, Südwest, ja, genau. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Dodged a bullet there. Yeah, we've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Schön, dass Jinx das aufgeklärt hat. So, links, rechts, geradeaus, Schleudersitz. Weiter nach. Nee, eigentlich nach Süden. Ah, jetzt bin ich an der anderen Seite von der Höhle, wo ich schon mal war. Hier geht's zum Canyon, genau. Na dann, auf zu Versuch Nummer 2. Gucken, ob ich jemanden sehe, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich hinter mir nicht irgendwo runterfall. So, na dann los. Abgefahren wäre es, wenn ich jetzt trotzdem die zwei Mädels finden würde. Das wäre immer eine Sensation. Der Sprung nach unten ist gut. Gibt es hier nichts für einen Haken? Na gut. Werde hier schon irgendwie wieder rauskommen. Hoffe ich zumindest.
shit. Are you... Oh, God. You're Brian Goodwin. Scheiße. You fell. Your stuff gave out. Poor fucking kid. Ah, der kam von da, wo, wo, na, wo der Schuh oben lag. Ist jetzt nur die Frage, ob ich hier wieder rauskomme. Okay, die Höhlen werden immer größer. Ich habe das Gefühl, dass ich immer tiefer reingehe. Ach so, da geht's gleich wieder runter. Jetzt bin ich einfach nur im Kreis gelaufen. Okay, abgefahren. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. About what? You're freaking me out. He's in there. What are you saying, Henry? The only thing in the cave is Brian. He's dead. His body is in the cave, Delilah. Gotta be fucking kidding me. How does that... I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry. Delilah, I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. I... There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Okay.
Wieder die Frage, ob sich da etwas dran geändert hätte, wenn ich andere Sachen zum Antworten benutzt hätte. Oh, okay. See that plane? Nein. No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the Flapjack fire or the site fire or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? We still don't know who was listening to us, who was following me around, who made that tape. Yeah. All we have is the body of a dead boy who did nothing wrong. But maybe we can still find these people. Look, I think whoever's out there caused the site fire to cover their tracks, and I'm almost certain that when I get off the helicopter, I'm going to be led into a room and made to listen to a tape of me saying we started it. And we don't know shit. What can I do? Well, there's something for you to do. Holy shit. Holy crap. Yeah, oh my God. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens. I'll remember you. I was hoping you'd have a backup plan or something. Yeah, okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario, maybe. No, I meant if something happens to me. Right, if you don't find out who made the tape and I have to hit the road. Forget it. Be safe, Henry. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe gerade voll in mein Verderben. What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Ich muss erstmal um den Felsen hier drumherum.
Was zum Geier? Found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. I guess he's been dumping trash up here for a while. There's a clothesline. Sehr merkwürdig hier oben. Sehr merkwürdig. Everything he did every day. He was scared shitless. Kann nie wissen, wofür das noch gut ist. Noch mehr Müll und Schrott. Ach du meine Güte. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. He had quite the view. Noch mehr Protokolle. Na dann, wollen wir mal. Oder? Ich guck mal auf die Uhr. Nee, wir wollen noch nicht. Wollen es erstmal für heute Schluss machen.
Ja, ich überlege gerade, was ich zu dem Spiel sagen soll. Mir fällt nicht wirklich was ein. Ist schon ein bisschen abgefahren. Ich weiß nicht, was schon die Leine halten soll. Was man so in der Höhle gefunden hat, schon krass. Und ja, mal gucken. Vielleicht ist tatsächlich noch nur noch bis Norden laufen zu dieser Evakuierungs Seilbahn, vielleicht auch nicht. Das Spiel hat uns gelehrt, es kann immer irgendwas passieren. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Und bevor ich jetzt in große Reden verfalle, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut. Bye bye.